1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Bei uns sehen Sie die neuesten Reaktionen und aktuelle Ergebnisse zu den Landtagswahlen 2011. Bleiben Sie dran. Baden-Württemberg steht vor einer historischen Zäsur. Schon um 18.20 Uhr war klar, nach 58 Jahren könnte die Ära der CDU-Ministerpräsidenten zu Ende gehen. Die CDU fällt um rund 5 auf 39%. Die FDP kommt knapp über die 5%-Hürde. Die SPD fällt auf ein historisches Tief von rund 23%. Die Grünen steigen aber auf ein Rekordhoch von rund 24%. Zusammen hat Rot-Grün bei den Wählerstimmen eine deutliche Mehrheit. Ein historischer erster grüner Ministerpräsident scheint möglich. Wir stehen vor einer historischen Zäsur in Baden-Württemberg. Nach fast 58 Jahren wird die CDU auf die Oppositionsbänke geschickt vom Wählern. Wir werden dieses Land in eine gute Zukunft und Richtung führen. Da sind wir sicher. Dieses Land hat in der Tat viele Möglichkeiten. Wir werden versuchen, mit den Menschen dieses Land weiter zu gestalten. Im Wahlkampf ist jetzt viel polarisiert worden. Jetzt gilt es, dieses Land zusammenzuführen. Nach 20.997 Tagen ist es soweit. Baden-Württemberg hat den Wechsel gewählt. Schwarz-Gelb hat eine Niederlage eingesteckt. Es gibt einen gemeinsamen Regierungsauftrag für SPD und Grüne heute Abend. Und es kommt bei dem Ganzen nicht auf die Linkspartei an, die in Baden-Württemberg überflüssig bleibt. Damit ist klar, wir werden zusammen mit den Grünen eine Regierung auf Augenhöhe bilden, werden dafür sorgen, dass Baden-Württemberg im Dialog regiert wird, dass eine Landesregierung den Bürgerinnen und Bürgern mit Substanz und Respekt gegenübertritt, dass wir all das, was wir beispielsweise in der Schulpolitik anpacken wollen, von unten wachsen. 19.20 Uhr. Ministerpräsident Markus kommt an und räumt die Niederlage ein. Es ist ein bitterer Tag für die CDU in Baden-Württemberg. Es ist ein bitterer Tag für mich persönlich. Ich füge hinzu, das ist auch nach fester Überzeugung meiner politischen Freunde und von mir kein guter Tag für Baden-Württemberg. Und trotzdem gilt es in der Demokratie, solch einen Tag auszuhalten, das Wählervotum anzunehmen und sich auch als Opposition an die Arbeit für Baden-Württemberg zu machen. Deshalb gratuliere ich jenen, die die Regierungsverantwortung übernehmen werden. Dieses Land steht hervorragend da und ich wünsche Ihnen aus Liebe zu Baden-Württemberg für die Erfüllung des Regierungsauftrages alles Gute. Enttäuschung auch bei der FDP. Es war aufschlussreich oder es war im Landtagswahlkampf auffällig, dass wenig eine Rolle gespielt hat, dass das Land gute Ergebnisse hat und dass eigentlich die Ergebnisse dieser Landesregierung, die Ergebnisse der Arbeit keine schlechten sind. Einer will aber noch nicht in den allgemeinen Jubel einstimmen. Es ist noch zu früh, um sich wirklich zu freuen. Es ist unklar, ob der Vorsprung reicht. Man kann es hoffen, aber ich würde erst noch mal eine Stunde vergehen lassen. Es ist auch nicht ganz klar, ob tatsächlich die Grünen den Ministerpräsidenten stellen können. Aber wenn man von dieser Unsicherheit absieht, dass es gelingt, dass Rot und Grün gemeinsam so weit vor der CDU liegen können in Baden-Württemberg, selbstverständlich ein historischer Erfolg. Während Markus durch ein Treppenhaus verschwindet, wird bekannt, die CDU holt durch Überhangmandate auf. Kurz nach 21 Uhr ist die Wahl aber entschieden. 4 Mandate mehr für Grün-Rot. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.